Ich habe einen Text gelesen über einen Freund, sage ich jetzt mal, über das Internet, über Facebook, den Alex Quint. Und ich finde seine Texte sowieso immer ganz gut, aber diesen fand ich besonders. Und deswegen möchte ich den heute gerne vortragen. Und zwar heißt der Text: Ich bin der Herrscher der Welt. Ich bin der Herrscher der Welt, ich kann alles kaufen. Freunde, Freundinnen, Häuser, Land, Schiffe, Wälder, Seen, Gold, Silber, Minen, Ölquellen, das beste Essen, die beste Medizin, die teuersten Autos, nicht zu vergessen Helfer, Helfer, die wie Drecks arbeiten, Helfer, für meine Freunde vernichten, meine Feinde vernichten, Medien, die berichten, was ich erlaube, schließlich gehören sie ja mir. Politiker, die ich kaufe, die das sagen, was ich möchte. Einfach alles, was ich will. Eigentlich ist es ein schönes Leben. Ich habe alles im Überfluss. Meine Kinder und Enkel werden auch im puren Überfluss leben und werden nie arbeiten müssen. Dafür gibt es ja andere, die dankbar sind, wenn sie für mich bzw. für uns arbeiten dürfen. Eigentlich ist mein Leben langweilig, wenn man alles haben kann. Verliert Besitz irgendwie seinen Reiz. Zur völligen Weltherrschaft ist es nicht mehr weit. Noch stören ein paar wenige Menschen, die an so dummen Dingen glauben wie Recht, Demokratie, Menschenrechte, wie naiv. Ich regle die Dinge, man darf das dumme Volk nicht fragen. Das lasse ich mir auch besonders viel Geld kosten. Ja, für Geld bekommt man einfach alles. Trotzdem ist es langweilig. Würde ich mich nicht daran erfreuen können, wie alle anderen in ihrem Hamsterrad laufen und jämmerlich kämpfen müssen, um ein jämmerliches Leben zu leben. Ja, würde all das Leid um mich herum nicht existieren, ich wüsste gar nicht, wie gut es mir geht. Wasser wird eben erst in der Wüste wertvoll und mächtig. Deshalb muss ich schon dafür sorgen, dass es so bleibt. Ich bin der Herrscher der Welt und so soll es auch bleiben. So, wo kämen wir denn hin, wenn plötzlich der Pöbel mitsprechen wollte? Der Pöbel würde alles kaputt machen. Nein, ich brauche die Kontrolle und dafür tue ich auch einiges. So sorge ich dafür, dass der Pöbel stets beschäftigt bleibt. Wer arbeitet, kommt nicht auf dumme Gedanken. Schade nur, dass es eigentlich viel zu wenig Arbeit gibt. Vieles macht heutzutage Maschinen. Auch sind die Städte und Straßen schon gebaut. Es könnte gefährlich werden, wenn jemand erkennt, dass sein Leben besser sein könnte, indem er mich als Nutznießer abschüttelt. So ähnlich wie ein Pferd seinen Reiter abwerfen könnte. Aber ich bin ja nicht dumm. Ich bin schließlich der Herrscher der Welt. Deshalb sorge ich dafür, dass der jämmerliche Pöbel stets beschäftigt ist. Bürokratie hat mir dabei sehr geholfen. Auch die Politiker, die ich gekauft habe. Stets kann ich mit deren Hilfe Verwirrung stiften und endlose Diskussionen führen. Und sie lassen alle meine Ziele und sie dienen allen meinen Zielen. Dass niemals Richtiges dabei herauskommt und endlos miteinander gestritten wird. Ja, das Spiel teile und herrsche, das beherrsche ich ganz ausgezeichnet, denn ich bin ja der Herrscher der Welt. Ich teile in Parteien, wir spielen alt gegen jung, Mann gegen Frau, reich gegen arm. Wobei reich eigentlich nur jämmerlicher Pöbel ist, einfach unbedeutend, vergleichbar zu mir. Wir spielen rechts gegen links, liberal gegen sozial, konservativ gegen fortschrittlich und so weiter. Und ab und zu ein kleiner Krieg. Eigentlich will der Pöbel ja nicht gegeneinander kämpfen, aber es ist nützlich. Anschließend gibt es viel zu tun. Alle sind beschäftigt, keiner kommt auf dumme Gedanken. Um einen Krieg anzuzetteln, muss ich nur die Medien, die mir ja gehören, und die Politiker,
etwas vorbereitend tätig werden lassen. Der Pöbel merkt ja nicht, dass er mit entsprechendem Einfluss denkt, was er denken soll. Der Pöbel, einfach nur zu verachtende Menschen, glauben wirklich jeden Mist. Man muss es nur oft genug erzählen. Und er kann ja nicht entkommen. Denn ich besitze viele, viele Radio- und Fernsehsender, die das Denken formieren. Auch Zeitungen, die er sich kauft. Er bezahlt diese Suggestion der Fremdbestimmung sogar noch selbst. So unendlich blöd ist dieser Pöbel. Er kauft doch tatsächlich Zeitungen und bezahlt Rundfunkgebühren. Wenn er wüsste, dass ich bestimme, was berichtet wird. Das darf er nicht erfahren. Dafür sorge ich schon und auch meine Helfer. Ja, selbst das sogenannte Bildungssystem kontrolliere ich. Meine Politiker schreiben die Bildungspläne. Der Pöbel soll funktionieren und nicht in die falsche Richtung denken. Ich habe mir genau überlegt, welche Themen aus den Büchern verschwinden müssen, gefährliche Themen, die zu denken anregen und Zusammenhänge aufdecken. Ich bin der Herrscher der Welt. Deshalb achte ich darauf, dass ich auch Herrscher über meine Untertanen und deren Gedanken bleibe. Wo kämen wir denn hin, wenn die Menschen, ehe ich meinte, diese Abschauung von Pöbel, anfingen zu erkennen und zu denken? Ja, das wäre sehr gefährlich, denn die würden versuchen, mich, den Herrscher, loszuwerden. Deshalb ist es auch gut, dass mich keiner so leicht erkennt. Ich kenne nur ganz wenige. Ich kann unerkannt durch die Stadt gehen und mich an einem primitiven Pöbel geradezu erfreuen. So blöd und so naiv sind die doch, die meisten Menschen. Ja, die Lehrpläne, die wir zugelassen haben, haben ihre Wirkung erzielt. So glaubt der Pöbel doch tatsächlich, die Politiker hätten Macht. Immer wenn Wahlen anstehen, komme ich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. So herrlich, echt. Die glauben doch tatsächlich, die Regierungen würden dem Volkswillen dienen. Das ist ja völlig lächerlich. Ich habe die Politiker und die Parteien gut ausgewählt, denn ich bin der Herrscher der Welt. Und Wahlen sind meine allerbeste Erfindung. Der Pöbel glaubt damit doch tatsächlich, er könne Einfluss nehmen. Ich aber bestimme, wer gewählt wird. Die Medien sind in meiner Hand und viele Parteien auch. Selbst die Zulassung, wer überhaupt gewählt werden darf, Kandidat A, A oder doch A, das bestimme ich. Welch ein flüchtiger Spaß, zuzusehen, wie die verschiedenen A's gegeneinander antreten. Dass es ein A wird, habe ich schon längst bestimmt. Die Farbe ist mir dabei egal. Denn ich bin der Herrscher der Welt. Ich habe Geld. Viel Geld. Ich mache die Politik. Was der Pöbel sieht, sind nur meine Marionetten. Ich bestimme. Ich lasse die Medien Stimmung machen, sortiere die Kandidaten schon im Vorfeld aus. Diese müssen formbar, abhängig und erpressbar sein. Sonst würden die vielleicht auf eigene Gedanken kommen. Das muss sorgfältig verhindert werden. Denn ich bin der Herrscher der Welt und kein anderer. Ich kann nur Untertanen gebrauchen, die beschäftigt sind, so sehr, dass sie mir nie gefährlich werden können. Ich bin Weltmeister in der Erfindung nützlicher, unnützer Arbeit. Andere müssen dumm bleiben, aber meine Regierungen schreiben ja die Lehrpläne und meine Medien machen den Rest. Nur eine kleine Anzahl an wirklich hellen Köpfen gibt es im Pöbel. Das konnte ich bis heute trotz aller Sorgfalt und Einflussnahme doch nicht gänzlich verhindern. Aber auch diese Denker und Erkenner sind meist käuflich und an Geld fehlt es mir wahrlich nicht. Ich bin schließlich der Herrscher der Welt. Und wenn sich Protest formiert, dann habe ich viele Helfer, die in der Lage sind, jede Organisation zu unterwandern und zu sabotieren.
Teile und herrsche, das funktioniert immer. Fast immer. Selbst die Kirchen machen mit. Als ob es wirklich wichtige Unterschiede zwischen den Kirchen gäbe. Aber sie helfen mir beim Teilen und Herrschespiel. Immer schön gegeneinander. Das macht das Leben kompliziert. Niemand soll die einfachen Zusammenhänge erkennen. Manchmal wurden aber auch solche Denker echt gefährlich. Diese hellen Köpfe hatten doch echt Charakter. Eigentlich erstaunlich, wenn ich mir überlege, wie die sich ernähren. Vielleicht sollte ich mehr Fluorid in die Zahnpasta dosieren lassen und im Trinkwasser. Mehr Süßstoff wäre auch nicht schlecht. Und immer schön die einseitige Ernährung, auf einseitige Ernährung bauen. Mit Mineralstoffmangel, Zucker, weißen Kohlenhydraten und meinen Medien zur Seite müsste das doch eigentlich zu verhindern sein. Diese gefährlichen Denker sind ja nur wenige. Nur manchmal werden sie echt gefährlich. Dann schaffen sie es, eine Bewegung in Gang zu setzen und sich mit anderen zu einer Gruppe zu vereinen. Oft haben diese Typen echte Werte zum Maßstab und lassen sich deshalb nur schwer teilen und schwer beherrschen. Auch lassen die sich nur schwer kaufen. Ja, diese Typen sind echt die Letzten. Ich habe echt alle Hände voll zu tun, die Kontrolle zu behalten. Das ist kein leichter Job. Aber ich bin ja der Herrscher der Welt. Manchmal, wenn es mir zu viel wird, ja, entscheide ich halt mal wieder, einen Krieg zu veranlassen. Weniger Pöbel, mehr Arbeit nach dem Krieg. Das macht alles etwas übersichtlicher und einfacher auch für mich. Ich werde ja leider auch älter. Manchmal war ich dann zu langsam mit dem Krieg und diese Denker und deren Bewegungen wurden zu schnell stark. Ja, was ich wirklich nicht brauchen kann, dass die Bürgerbewegungen stärker werden. Das geht gar nicht. Ich hasse Bürgerbewegungen. Ich bin der Herrscher der Welt. Das musste dann auch schon ein Kennedy oder Martin Luther King dran glauben. Aber Killer zu bezahlen ist ein leichtes. Ab und zu erstaune ich damit die Welt und dann trauert der Pöbel mal wieder jämmerlich um einen Führer, einen vermeintlichen Erlöser, verloren zu haben. Ach, wie traurig. Ich könnte mich totlachen. Aber ich habe ja alles im Griff. Ich denke noch heute an den Tag, als mir und meine Vorfahren alle diese Macht zuteil wurde. Zuvor konnten wir das Geld nicht einfach so herstellen. Damals machten das noch die Staaten selbst. Oder es musste in Form von Edelmetall aufwendig geschürft werden. Heute drücke ich auf den Knopf, mache Scheine oder Beiz nach Belieben, kaufe mir alles, selbst die Macht. Denn ich habe die Macht der Geldschöpfung aus dem Nichts. Gut, dass ich den Pöbel davon überzeugen konnte, dass er an die Notwendigkeit unserer unabhängigen Notenbank glaubt. Denn ein offensichtlicher Wahnsinn, der jeder Demokratie schon im Ansatz widerspricht, daran erkennt man, wie unendlich dumm und naiv der Pöbel doch ist. Ja, das war harte Arbeit, den Menschen dermaßen den Kopf zu verdrehen. Aber auch Präsidenten und Regierungen sind schließlich käuflich, dumm oder erpressbar. Und damals auf Jekyll Island vor 100 Jahren, da hat es geklappt. Wir Bankerfamilien überzeugten doch tatsächlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass es besser wäre, uns die Geldschöpfung zu überlassen, statt es selbst als Staat zu tun. Klar. Wir hatten schon investiert in Geheimhaltung und Überredungskunst. Aber jeder ist käuflich oder erpressbar. Zumindest fast jeder. Seitdem bin ich der Herrscher der Welt. Ich kann alles kaufen. Und die Regierungen gehorchen mir. So, wie es sich gehört. Das Schauspiel, welches die vollbringen, ist wirklich großes Kino. Wenn der Pöbel nur wüsste. Mit dem Act vor 100 Jahren beherrschten meine Vorväter zunächst nur die USA. Aber das Prinzip lässt sich ja duplizieren. Was einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites und ein drittes Mal.
und dann immer wieder. Vielleicht hat es McDonald's bei uns abgeschaut, das perfekte Franchise-System. Die haben auch tausende Restaurants auf der ganzen Welt und jeder muss nach deren Regeln arbeiten und jeder muss bei der Zentrale einkaufen. Die Arbeit und das Risiko, das ist Sache der Franchise-Nehmer. Bei uns ist es ähnlich. Wir sorgen dafür, dass in allen Ländern unabhängige Zentralbanken nach unserem Vorbild entstehen. Die Reservewährung, den Dollar, müssen Sie aber von uns beziehen. Unabhängige Zentralbanken sind schon wichtig, damit die Politik sich nicht einmischt. Schließlich muss die Politik ja den Pöbel im Zaum halten und täuschen, spalten und beschäftigen. Sollte das mal nicht so richtig funktionieren, dann ist zumindest laut Gesetz eine unabhängige Zentralbank vor der Politik geschützt. Dass die Politiker aber die Macht hätten, würden sie dem Volk dienen und nicht mir, dieses Gesetz zu verändern, eine ganz dumme Sache, an die ich lieber nicht denken möchte, denn ich bin der Herrscher der Welt. Das Franchise-System hat übrigens toll funktioniert. Im Irak, Libyen, Jugoslawien, in Syrien und so weiter. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa so läuft, ist doch längst klar und fast vergessen. Selbst den Deutschen haben wir das erste Geld, die D-Mark, gedruckt und eine Zentralbank hingestellt. Die merken es bis heute nicht, diese treu doofen Arbeitstiere. Bis 67. Man stelle sich mal vor. Aber meine Politiker arbeiten ja gerade an 70. Welch ein Spaß. Was könnten Sie einem leid tun, die Deutschen? Sind so fleißig und kommen nie auf einen grünen Zweig. Sie haben sogar fast vergessen, dass Sie in einem besetzten Land leben. Habe ich das nicht gut gemacht? Ich bin der Herrscher der Welt. Bei den Deutschen muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Artikel 120 und 146 des Grundgesetzes unbemerkt bleiben. Aber die sind ja so beschäftigt, jetzt fehlen nur noch wenige Länder, aber ich arbeite dran. Erstmal noch ein paar kleine, wie Nordkorea, Syrien, Iran, kürzlich erst in der Ukraine. Ja, dort ging es ganz schnell. Die Demonstranten habe ich bezahlt, ist doch klar, in Dollar. Das Geld habe ich zu mir in Sicherheit gebracht. Ich könnte mich ehrlich totlachen und eine unabhängige Zentralbank mit Dollarreserve als Deckung. Echt, ich könnte mich förmlich totlachen. Dollarreserve als Deckung, wie lächerlich. Alles Trottel, diese Pöbel. Der Dollar ist wertlos, das weiß doch jedes Kind. Und die USA ist pleite, auch das weiß jedes Kind. Deshalb kaufen ja alle meine Zentralbanken jetzt nur noch Staatsanleihen, um die Staaten und Regierungen gefügig und abhängig zu machen. Nein, wir kaufen jetzt auch noch Aktien im großen Stil. Unser Plan ist ja, die Trottel völlig zu verwirren. Ich kann es kaum erwarten. Das wird ein riesiger Spaß. Wir lassen das Fiat-Geld weltweit, also das Geld aus der Luft, den Bach runtergehen. Zuvor kaufen wir aber noch eben von diesem Geld dem Pöbel die Welt unterm Hintern weg. Die werden so dumm gucken, das wird ein Riesenspaß. Alles gehört mir und mit deren Geld und deren Geld löst sich in nichts auf. Super. Mal sehen, vielleicht mache ich dann noch eine Einheitswährung. Die wäre leichter zu kontrollieren als hunderte Zentralbanken. Oder ich transplantiere jedem Menschen einen Chip, mit dem er dann einkaufen kann. Das hätte den Vorteil, dass sich solche Denker und Spinner, also die gefährlichen Bürgerrechtler und Unruhestifter, per Knopfdruck ausschalten könnte. Ich brauche die völlige Macht und Kontrolle, denn ich bin der Herrscher der Welt. Das war der Vortrag von dem Alex Quint. Und der sagt meines Erachtens sehr, sehr viel aus in ganz vielen Bereichen. Und hier nochmal ein Gruß an Alex, falls er das Video mal sieht. Und ein herzliches Dankeschön.